Man kann sagen, was man will, aber der Weihnachtsmann hat es sehr schwer, seine Arbeit rechtzeitig zu beenden. Es gibt so viele Kinder auf der Erde und man muss ihnen so viel Spielzeug machen. Dazu ist zu sagen, dass man in diesem Beruf nicht einfach in ein Geschäft geht. Der Weihnachtsmann kauft nichts. Er erfindet alles. Er entwirft, er bastelt und er näht, damit die Spielsachen genau so werden, wie die Kinder sie sich wünschen. Aber natürlich dauert das. Es ist kompliziert. Und wenn es misslingt, wird er schon mal wütend. Bevor er dann wieder von vorne beginnt. Nun wollen wir mal sehen. Es gibt mehr als 1 Milliarde Kinder. Und was habe ich bisher gemacht? Den Teddy für Viktor, den elektrischen Zug für Julia und den Kran für Peter. Dieses Jahr muss ich mir helfen lassen. Also setzt er sich an seinen Schreibtisch und schreibt. Ernsthafter Herr, so alt wie die Welt, sucht kinderliebe Menschen, um große Überraschungen vorzubereiten, auf die die ganze Menschheit wartet. Bei Interesse befestigen Sie bitte einen Strumpf an Ihrem Fenster. Und er schickt seine kleine Anzeige an alle Zeitungen. 3 Tage später wirft der Weihnachtsmann einen Blick hinaus. Also, das beginnt wirklich gut. Allein in seiner Straße schon 20 Stück. Also zieht er sein Alltagskostüm an, dasjenige, das ihm erlaubt, unerkannt spazieren zu gehen, und geht Strümpfe zählen. Er kehrt erst tief in der Nacht zurück, müde, aber glücklich. So viele Menschen, die Kinder lieben. Am nächsten Morgen trägt der Weihnachtsmann sein weißes Wolkenkostüm, dasjenige, das es ihm erlaubt, ungesehen über den Himmel zu ziehen. Und er steckt in jeden Strumpf die Anleitung für ein Spielzeug. Er verteilt die Arbeiten zufällig. So kommt es, dass in den nächsten Tagen alte Herren lernen, wie man Pullover strickt, Schullehrerinnen völlig entnervt komplizierte Roboter bauen und Motorradfreaks kleine Puppenkleider nähen. Schließlich nähert sich der heilige Abend. An alle Strümpfe. Ernsthafter Herr, alt wie die Welt, wird morgen Abend das Ding aus Ihren Strümpfen holen. Am nächsten Abend zieht der Weihnachtsmann sein Sternenkostüm an. Dasjenige, das ihm erlaubt, ungesehen durch die Nacht zu gleiten und geht die Geschenke einsammeln. Aber es ist nicht einfach, sich nicht sehen zu lassen. Endlich ist es soweit. Der Weihnachtsmann holt sein berühmtes rotes Kostüm heraus, dasjenige, das er nur für diesen großen Abend aufbewahrt. Und nun, schön sauber und gekämmt, geht es ans Verteilen. Und so kommt es, dass man am Tag nach Heiligabend Großväter sehen kann, die aus den Augenwinkeln Pullover bewundern, die die Kinder tragen, Lehrerinnen, die Lust haben, mit den Robotern der Jungen zu spielen, und Motorradfreaks, die ihre Maschinen stoppen, um kleinen Mädchen nachzuschauen, die ihre Puppen spazieren führen. Und in den Zeitungen kann man lesen, vielen Dank an alle Strümpfe, Überraschung bestens gelungen, bis zum nächsten Jahr. Gezeichnet, der Weihnachtsmann.